zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder ein Slime-Video und ich dachte, ich zeige euch einfach mal, wie ich diesen Slime hier gemacht habe. Und zwar ist das ein Bubblegum-Slime, wie ihr hier sehen könnt. Ich habe hier unten dann auch jeweils immer dann den Slime einen Namen gegeben. Und dann habe ich hier ja noch diesen Slime. Hier seht ihr so die Mikroperlen, die setzen sich dann immer hier unten ab. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß mit dem Video, denn jetzt geht es auch direkt los. Ja, der Schleim ist auch richtig gut geworden und auch richtig schön glossy. Ich knete das einfach nochmal durch. Und ihr hört, der ist auch richtig schön sticky. Und auch schön stretchy. Und diesen wollte ich dann mit euch zusammen machen. Und natürlich auch den anderen Slime. Und dann zeige ich euch noch einmal diesen hier, Bubblegum Slime. Und der ist auch richtig schön glossy, wie ihr sehen könnt. Unten ist noch ein bisschen Glitzer. Das kann man ja noch so ein bisschen rausholen. Ich hoffe, die Farbe kommt auch richtig schön rüber. Ja. Den wollte ich dann auch mit euch zusammen machen. Ist auch richtig schön sticky und auch stretchy. Richtig gut geworden, die Konsistenz. Und das sind auch eins meiner Lieblingsschleime. Und natürlich mag ich auch den Cloud Slime. Und danach finde ich diese hier richtig toll. Ach so, was man auch noch machen kann, wenn man solche Schleime macht, einfach so ein paar Charms hier reinmachen als Deko. Und zwar habe ich mir die hier schon mal rausgesucht. Zum Beispiel hier Sweet, das würde schön passen. Und vielleicht so ein Donut. Einfach so als Deko. Könnte man hier oben auch machen, bei diesem hier. Da habe ich einmal so ein Bonbon. Und dann vielleicht so ein. Sieht doch ganz schick aus, oder? Aber ich fange jetzt mal einfach direkt an, sonst geht das Video viel zu lang. Ich habe das andere erstmal alles an die Seite geräumt. So müsste es gehen. Ich glaube, ich wische die Kumme noch einmal ein bisschen aus. So. Ihr kennt das Ganze ja auch, wie das funktioniert. Und zwar habe ich hier einmal diesen Kleber. Beziehungsweise das ist ein Bastelleim. Und das funktioniert auch. Ne? Ist von Teddy. Ich hatte ja auch vor kurzem einen Teddy-Haul gemacht. Falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet. So, ich gebe einfach so ein bisschen Kleber da rein. Es kommt ja auch immer darauf an, wie viel Schleim man haben möchte. Man könnte das jetzt auch so lassen. Oder man färbt das Ganze mit weißer Acrylfarbe ein
Oder ich habe hier nämlich auch einen Bastelleim von Teddy. Lösungsmittelfrei, ist immer wichtig. Da gebe ich jetzt auch noch ein bisschen hinzu. Das heißt ein bisschen mehr. Weil ich möchte ja auch am Ende richtig viel Schleim haben. Sodass das in der Verpackung, die ihr vorhin am Anfang gesehen hattet, ne, dass das ungefähr so die Menge hat. So, das Ganze verrühre ich dann erstmal gut miteinander. So, dann gebe ich noch eine Prise Natron hinzu. Wirklich nur eine kleine Prise. Weil sonst wird der Schleim am Ende viel zu fest. Und dann verrühre ich das Ganze. Und dann soll man das ja auch ganz kurz ruhen lassen, damit sich das alles so ein bisschen verbinden kann. So, ja, 2-3 Minuten. Wenn sich da denn so langsam Bläschen gebildet haben, dann kann man das Ganze nochmal umrühren. So. Und dann kommt einfach, das kennt ihr ja auch, ne, ich habe das hier von Action, dieses All-in-One, normal. Da gebe ich dann so ein bisschen ja, Lösung hinzu, Kombilösung oder wie man das auch nennt, Kochsalzlösung. So ein bisschen hinzu. Man kann ja immer noch ein bisschen nach und nach dazugeben. So, das Ganze dann wieder gut verrühren. Dann gebe ich etwas Glitzer und Farbe hinzu. Und zwar habe ich mich einmal für diese Farbe hier entschieden. Hier steht jetzt Magenta. Schaut mal, das passt ja genau so zu meinem Nagellack. Davon gebe ich jetzt so ein bisschen rein. So. Und ja, ich mache auch schon mal ein bisschen Glitzer rein. Dieses hier. Finde ich ganz toll. So. Kann auch richtig viel sein. Das könnt ihr so machen, wie ihr das möchtet. Und dann habe ich noch eine andere Sorte Glitzer. So ein bisschen helleres. Finde ich auch ganz schön. Das ist so auch leicht irisierend. So schaut das Ganze dann aus. Und das verrühre ich dann wieder gut miteinander. Und schaut mal, wie schön das wird. Wow, mega. Das Ganze gut verrühren. Ansonsten könnt ihr ja auch immer nach und nach von dieser Kochsalzlösung hinzugeben. Was so ein bisschen, ja, wie Kaugummi, dieses Bubblegum. So nenne ich das ja, mein Slime. Weil ich dachte, es passt ganz gut. Und schaut mal, das sieht wirklich aus, fast wie Kaugummi. Bloß eben, dass da ja kein Glitzer drin ist, ne, im Kaugummi. Aber ich wollte eben hier halt gerne Glitzer reinhaben. Mal gucken, ob ich den Schleim jetzt rausbekomme oder ob der noch irgendwie ziemlich klebrig ist. Scheint gut zu sein, aber klebt immer noch ein bisschen leicht. Gebe ich hier noch ein bisschen hinzu. So. Ja, jetzt ist er richtig schön sticky und auch richtig schön glossy. Gefällt mir richtig gut. Ich denke, ich werde auch wieder ein bisschen was rausschneiden im Video, ne, wenn es zu lange dauert. Man soll den dann ja auch noch mal kurz ruhen lassen. Ich glaube, das werde ich da auch gleich machen. Ich habe den Schleim jetzt noch ein bisschen ruhen lassen und jetzt werde ich den Schleim hier rausholen. Ihr hört das auch. Richtig schön sticky. Und auch schön glossy.
Lässt sich super dehnen, wie ihr sehen könnt. Ganze packe ich dann hier in meine Aufbewahrung rein. So. Passt doch. Wie ihr sehen könnt. Jetzt kann man da noch so, ja, einen Charme reinpacken. So und so. Das Ganze dann zuschrauben. Unten dann noch so ein Etikett machen. Wie ich das ja hier gemacht habe. So ein Etikett. Bubblegum Slime. Ja, fertig ist dieser Slime. Dann möchte ich euch natürlich den anderen noch zeigen. Na, hier sind jetzt die beiden. Der ist jetzt ein ganz bisschen heller geworden, aber ist auch gar nicht schlimm. Man kann das ja auch immer noch ein bisschen nachfärben. Seht ihr den Unterschied? Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt erkennen kann. Aber ist ja auch gar nicht schlimm. Jetzt möchte ich mit euch diesen hier machen. Und zwar Mint Macaron Cake Pop. Ich habe ja einmal diesen transparenten Basteleim drinne und den weißen Basteleim. Und dann habe ich hier auch schon Natron drinne, das Ganze gut verrührt. Dann werde ich das gleich 2 bis 4 Minuten ruhen lassen. Aber ich gebe jetzt erstmal noch so diese, ja, Mikroperlen hinzu. Und zwar diese 3 Farben. So schaut das Ganze aus. Das rühre ich einmal gut durch. Da das Ganze ja jetzt eh noch so ein bisschen ruht, zeige ich euch mal die Farben, die ich hierfür verwende. Und zwar habe ich mir das hier einmal rausgesucht. Gibt es beim Teddy. Davon werde ich ein bisschen hinzugeben. Dann habe ich hier noch einen Mintfarben. Ja, das ist so ein ganz bisschen metallischen Effekt. Und dann habe ich hier auch noch so einen etwas dunkleren, wie ihr sehen könnt. Gibt es bei Action, aber ich weiß auch gar nicht, ob es das noch gibt. Aber da könnt ihr dann ja mal schauen. Aber man kann ja auch sowas nehmen oder andere Acrylfarben, so wie man das mag. Und ich denke mal, das muss noch ein bisschen dunkler werden, weil das ist ziemlich hell. Ich habe den anderen nämlich auch so gemacht. So. Nicht zu viel, dann hat man das nachher ganz dunkel. Ich habe das Ganze dann noch mal ein bisschen ruhen lassen und rühre das Ganze noch mal. Die Farbe gefällt mir jetzt auch. Und dann gebe ich diese Kombilösung hinzu und verrühre das Ganze dann gut. Das kennt ihr ja auch alle schon. So, ihr seht, wenn man das Ganze kurz ruhen lässt, dann verbindet sich das Ganze irgendwie miteinander und es steigen hier auch Bläschen auf. Jetzt verrühre ich das Ganze nochmal gut. Und ja, es sieht schon mal sehr gut aus. Aber scheint noch etwas zu kleben. Deswegen gebe ich nochmal ein bisschen von der Lösung hinzu. So, denke, das müsste reichen. Nicht zu viel davon hinzugeben. Weil sonst wird der Schleim am Ende nichts. Lieber immer ein bisschen nach und nach. Und wenn das noch ein bisschen klebt, kann man ja immer ein paar Tropfen hinzugeben. Der ist auch richtig schön sticky. Ich hole den mal raus. Klebt immer noch ein bisschen. Ja, und fertig ist dann der Schleim, wie ihr sehen könnt. Mega schön, oder? Ich liebe das. Auch die Farbe. Und auch richtig schön glossy. Das mag ich ja auch gerne.
zeige euch den nochmal so von nahen. Dann seht ihr auch hier nochmal die Farbe besser und auch die Mikroperlen. Und der lässt sich auch richtig schön dehnen. Also richtig schön stretchy, glossy und sticky. Gefällt mir sehr gut. Ich werde da vielleicht noch so einen Mintduft also mit hinzugeben. Was so nach Minze. Ich glaube, ich habe da noch so ein Duftöl. Das kann ich da dann noch so hinzugeben. So Minze. Das passt ja ganz gut zu dem Schleim. Dann werde ich meinen Schleim hier wieder schön reinpacken, damit er nicht austrocknet. So. Und passt sehr gut hier rein. Dann kann man da noch so Charms drauflegen. Das passt ganz gut. Sweet. Und das hier. Und dann einfach zudrehen, damit es dann nicht austrocknet. Ja, von der Farbe her passt es auch, wie ihr sehen könnt. Sehr schön. Und hier ist dann noch mein anderer Schleim. Den habe ich jetzt auch in so einer Verpackung reingemacht. So, da seht ihr das dann nochmal. Wie gesagt, der ist ein bisschen heller, aber gar nicht schlimm. Sieht man vielleicht auch gar nicht in der Kamera. Hier muss ich dann noch so ein Etikett machen. Bubblegum Slime und Mint Macaron Kick Pop Slime. Ja, das war's dann auch mit dem Video und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben!